Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 23 von Transport Fever 2. Ja, wie ihr seht, fahren hier die Fahrzeuge von der Erzmine dann zum Bahnhof. Der Bahnhof ist schon voll geladen hier unten. Das war unser Problem jetzt, wo dann jetzt mit mal dann doch nicht mehr so viel abgeholt werden kann. Das wollten wir uns diese Folge angucken, was wir da machen. Entweder hier weniger LKWs, was eigentlich keinen Sinn macht, weil die ja Geld einbringen, egal wer da hinfährt. Wenn es zu viel ist, verfällt es wohl. Und ja, die andere Geschichte wäre die, noch einen Zug draufsetzen, der dann hier nicht wartet, sondern definitiv die Ware bringt. Aber dafür brauchen wir Geld. Aber 726.000 sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir wollten ja auch ein bisschen die Schulden runterkriegen, ne? Aber investieren muss man natürlich auch. Da gucken wir nach dem Intro gleich nach, wie es da weitergeht. Ich würde sagen, bis gleich. So, und hier wird ja auch dann fleißig noch angenommen im Endeffekt, ne, oder? Ja, Regal ist hier, aber 20% und so, das ist ja zu wenig, ne? Level, naja, okay, da können wir auf jeden Fall eigentlich noch was machen, ne? Da müssten wir jetzt gucken, dass wir hier mal im Lokschuppen vorbeischauen. Fahrzeug kaufen, wie würde es sich denn ausgehen? Wenn wir jetzt diese Lok nehmen, die kostet uns, oh, die kostet ja schon 1,6 Millionen, ne? Die anderen sind bestimmt nicht billiger, oder? Habe ich hinzugefügt schon? Ach, abbrechen wollen wir vielleicht besser machen, ne? So, Fahrzeug kaufen, ich wollte nur gucken. Nur gucken, nicht anfassen heißt das, ne? Gut, diese Dampflok kostet uns 131. Die, ach, da oben ist, ne, das ist das Jahrespreis, da ist der richtige. Ne, die kostet uns, das hätten wir jetzt gerade über. Können mit 40 fahren, viel zu langsam. 60, das ist, glaube ich, die da jetzt gerade lang rauscht. 3,7 ist viel zu teuer, 2,1 ist auch jetzt gerade nicht in der Reichweite und naja, die anderen sind da noch mehr. Ja, also wir würden jetzt mit 1,6 Millionen eigentlich einsteigen müssen, haben aber gerade 513.000, das heißt, Zug fällt gerade aus. Was fährt eigentlich hier noch für einer? Oh, ist immer noch der alte, ne? Hier haben wir noch den Dampfexpress, ne? Das ist jetzt auch nicht so toll, ne? Da müssten wir eigentlich den eher austauschen, ne? Weil der fährt da immer mit voller Ladung, aber kommt nicht voran, ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Was machen denn hier diese Fahrzeuge hier? Da ist gerade ein Auto, ne? Was, auf was wartet der denn? Der hat Holzstämme und fährt aber nicht los. 7 von 7 hat er. Warum fährt er nicht los? Was ist denn sein Problem? Achso, der kann dann da lang fahren, aber das tut er nicht, weil wo waren denn diese Holzstämme? Warte, da fährt er ja jetzt, ne? Das ist Linie 7. Linie 7 ist aber da, ne? Okay, er hat noch eine Zeit gebraucht, um das da hinzubringen. Das passt ja schon. Okay, Linie 7 war jetzt nicht das Problem. Wenn, dann ist das Problem die andere Linie, ne? Ach so, Linie 16. Wo geht denn Linie 16 hin? Na da, passt das noch? Ja, sieht so aus, weil die sollen ja die Dingens dann mitnehmen. Sag schon, die Gesichtenbretter, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, bringen die denn auch die Gesichtenbretter zurück? Ja, sieht wohl so aus. Der ist jetzt direkt dahinter, wahrscheinlich aus dem Grunde nicht, ne? Oh, die Stadt hat schon schöne Straßen hier gemacht, auch ein bisschen weiter raus, ne? Das ist nur einer von uns, ne? Ach so, der hat aber Brot da drin, ne? Ja, gut. Der hat 4 Bretter. Okay, das mit den Brettern geht auch, ne? Die bringen das schon auf jeden Fall zurück. Jetzt ist nur die Frage, wie viel fahren denn hier? Linie für Fahrzeuge verwalten. Okay. Da sind 2, 4 drauf und 2. Komme ich da zu dem Fahrzeug? Ja, komme ich. Der hat 5 Bretter. Der hat gar keine Bretter, aber der ist, glaube ich, auch auf dem Rückweg, oder? Ja, der ist auf dem Rückweg, dann passt das schon. Der hat keine Bretter und ist auf dem Hinweg, kann das sein? Nee, der ist auch schon auf dem Rückweg. Passt also. Dieses Fahrzeug hat keine Bretter. Und ist wohl auch auf dem Rückweg, dann ist das auch okay. Dieses Fahrzeug fährt mit 5 Brettern in Richtung da.
Und der hat jetzt 0 und wo ist der? Ja, das ist schlecht, dass der mit 0 dahin fährt, ne? Der fährt jetzt nach Pellington Süd. Warte mal, ich wollte den haben. Und wollte ihm sagen, dreh mal um, das macht keinen Sinn, dahin zu fahren. Hallandorfer Nord, Gott, passt. Lightscore nimmt jetzt neue Güter an, das waren Pakete und hier, Lightscore. Ja, das war gewachsen, da habe ich letztes noch sind das hier Ziegelsteine und warte, da war es gerade. Waren und Baumaterial nehmen die an. Das habe ich letztes Mal noch gesehen, dass hier dieses schöne Hochhaus gebaut worden ist, wo ich den Abgesang gemacht habe von der letzten Folge. Hier, dieses hier. Da wohnen natürlich jetzt 16 Bewohner drin. Wahrscheinlich sind das 16 Mietswohnungen sozusagen damit gemeint. Aber das passt erstmal. So, 1,9 haben wir. Jetzt müssen wir eigentlich noch ein bisschen gucken, was wir da weiterhin kriegen. Ne? Hier fährt jetzt auf Linie 18 wie viel? 3 Fahrzeuge. Okay, das können wir vielleicht so lassen erst. Lieferanten. Ja, Lieferanten ist schlecht. Abnehmer gucken wir mal. Pellington ist da. Da fahren wir, glaube ich, hin. Und das ist hier Winnen. Winnen ist zu weit weg. Kittlers Mühle, ja. Gospoda und Dören sind wahrscheinlich noch weiter weg. Obwohl Dören ist gar nicht mal so weiter weg. Dören wäre tatsächlich über Straße erreichbar. Dieses hier. Nee, Dören ist das gar nicht. Gospoda Warenfabrik. Die wäre hier über unser Straßennetz erreichbar, ne? Dafür müsste man allerdings jetzt hier gucken, dass man dann da Fahrzeuge hinschickt, ne? Was brauchen die dann noch? Was ist das andere für ein Symbol denn hier? Kunststoff, okay, das kriegen wir bestimmt nicht dahin. Allerdings würden wir das andere dahin geliefert kriegen. Und hier ist ja noch einer. Ach, das ist der Hörer. Okay, das würde ja schon so ein bisschen bedeuten, lass mal bis Dörren mit einem Zug fahren, in Anführungsstrichen, und dann würde man mit LKWs die anderen beiden Fabriken beliefern können, ne? Ja, quer über die Karte natürlich, ne? Wie viel produzieren die denn hier so dann? 52% werden transportiert von dem, was hier gemacht wird. Stehen da. Sollte man das wagen, das zu tun? Wir müssten eigentlich hier den Zug verlängern. Bis nach Neuendorf bei Niemek. Hier lang, ne? Und dann einen Zug drauf und bis Niemek schon mal fahren. Da könnte man auch was anderes fahren lassen dann. Und dann kann man hier rum durch dieses Tal nach Dören fahren später. Sollten wir das tun? Umschlagbahnhof dann, ne? Wie viel Geld haben wir? 1,5 Millionen. Der Zug kostet uns natürlich auch eine Stange Geld, ne? Vielleicht müssen wir dann einen Kredit aufnehmen. Gut, ich sag mal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das heißt, wir gehen mal aufs Gleis. Würde ich jetzt tatsächlich mal so einen Bogen hier so fahren wollen. Kann man eigentlich auch eine enge Kurve ziehen dann, ne, oder? Ja. Ah, 70, das ist schon eine schöne Geschwindigkeit dann, ne? Der 60er-Zug würde definitiv da schon mal so durchfahren können, ne? Machen wir. So, der kommt. Passt.
Da schwindet das Geld dahin, ne? Bau nicht möglich. Krümmung zu groß steht da. Steigung zu groß. Wir müssen definitiv hier mit durchs Tal. Okay, da wird es dann zwischen ein bisschen langsamer, wäre aber erstmal egal. Okay, das war jetzt hier das letzte Stück, machen wir mal weg. Okay, ich glaube, wir müssen noch ein Stück abreißen davon, damit das einigermaßen wird, ne? Wie wird dann Tunnel gebaut dann? Ich will keinen Tunnel bauen. Und jetzt kommt da schon wieder ein Dingens. Ach so, dann geht's runter da oder was? Nee, ich will ja nicht hoch, ich will ja runter. Geht nicht tiefer oder was? Geht das jetzt runter mal? Warte mal, lass mal gerade ein Gebäude bauen, weil wir wollen hier einen Bahnhof haben. Güterbahnhof, ja, der da. Ah, ne, nicht so drehen. Geht auch nicht. Wie muss ich den denn jetzt hier drehen? Mit M und N. Warte, ich drehe. Nee. Doch, wir drehen den so und bauen den hier hin. Da war doch gerade da. Ich glaube schon, dass das so ganz gut geht, oder? Machen wir mal so. Und hier werden wir definitiv aber schon mal weitergehen. Weil wenn die da weiterbauen, die Stadt, dann ne, weiß ich nicht, wann das da so ist, dass das dann nicht mehr passend ist. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier einen Güterbahnhof, fahren hier schön durch dieses Berg- und Talgeschichte hier durch. Das hat erstmal geklappt. Und dann müssten wir natürlich hier schauen, haben wir da eine Kehre? Ja, haben wir. Das heißt, wir können jetzt hier rumfahren und können danach da hinten die Waren bringen. Das müsste klappen, ne? Könnten natürlich dann, ja, vielleicht sollten wir doch diesen Zug da austauschen. Güterzug nehmen, hier Personen noch mit aufleihen und dann hier lang und einen gemischten Zug machen. Hier rein, da drehen und dann geht's weiter. Vielleicht ist das eine Option, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das Spiel da in der Hinsicht so tickt, ne? Wenn wir den jetzt nehmen, ne? Fahrzeug verwalten. Gewähltes Fahrzeug ändern. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Okay. Aber da haben wir nicht genug Geld für. Wenn ich den jetzt dazu mache, das war die für 1,6 Millionen.
Ja, das andere bringt fast gar nichts, glaube ich, ne? Ja, irgendwie 8.000 Euro ist der andere Zug noch wert. Ja, dann müssten wir aber auch gucken, wir können ja erstmal gerade durchgucken. Was haben wir denn hier für einen Personenzug dann? 100 km/h, 100 km/h. Der hätte jetzt 14 Passagiere. Warte mal, den wieder weg. Ich wollte erstmal gucken, wie viel sind 4 und 17 Passagiere. Der kostet 200.000 mehr. Müssten wir sowieso vielleicht diesen nehmen mit 17. Dann hätten wir schon eine Kapazitätserhöhung um 10. Und dann müssten wir noch gucken, dass wir den hier noch kriegen, ne? Ja, der kann das. Sechsundsechzig von denen hätte dann. Der kostet uns dann 5 Millionen der Zug. Oder? Ja, 5,1. So, das würde bedeuten, wir müssen hier 4 Millionen aufnehmen dann, um so einen Zug dahin zu machen. Ist viel Geld. Ach so, zurückzahlen war jetzt nicht so die Idee. Ich muss nehmen. Ja, so machen wir's. Jetzt habe ich den Zug natürlich nicht mehr hier im Visier. Schade, ne? Fahrzeug verwalten. Ah, der ist aber trotzdem noch da. Das ist schon mal gut. Ersatzfahrzeug. Die Lok mit den Klamotten. Richtig? Ersetzen. Gut. Und dann müssen wir Linie 6 bearbeiten. Linie verwalten. Verlinken. Haltestelle hinzufügen. Die. Und die schiebe ich wo hoch? Ich glaube da, ne? Wie verschiebe ich die denn hier? Ist das hier? Wie funktioniert das denn jetzt bitte schön? Wie verschiebe ich hier einen Halt? Kein Filter aktiv, laden wenn vorhanden. Wofür ist das? Das ist fürs Gleis. Wie kriege ich das bitte schön verschoben? Da ist nur umbenennen. Hier sieht man nicht, was da Sache ist. Komm, dann machen wir das ganz einfach so, dass wir jetzt sagen, der noch dazu. Wer war denn das jetzt? Dieser hier, ne? Ich muss den da haben. Okay. So geht's, alles klar. So, wenn ich jetzt hier Haltestellen hinzufügen. Stationen per Zug, per Klick hinzufügen. So, jetzt habe ich die. Kann die aber nicht verschieben. Das heißt, ich mache jetzt die. Die sitzt jetzt da oben natürlich, ist klar. Die eine macht da unten runter. Und dann. Ah, sowas Doofes auch. Jetzt fährt er nach Pellington und dann soll er hier hinfahren. Hallendorf, kann man den wegmachen und nach Hallendorf soll er dann hier hinten hinfahren. Nach dem da. Neuendorf bei Nemirk.
Und wenn er da war, soll er wieder zurückfahren nach Hallendorf. Und wenn er in Hallendorf war, soll er nochmal dahin fahren. Verlängern, verlängern, abfahren. So, die Linie passt jetzt, glaube ich. So, jetzt kurz reingeguckt. Er hat schon mal voll geladen, das ist schon mal gut. Und hier hinten müssen wir jetzt schnellstens gucken, dass wir da weiterkommen mit dem Gefährten hier. Hier mussten wir ja dann umladen, ne? Das bedeutet jetzt hier Fahrzeug, Gebäude, ist das hier LKW-Ladestation, muss dann hier hin, gedreht. Ja. Und dann macht die mal schnell nach Dören. Nochmal drehen. Dahin. Passt. Und wenn wir schon dabei sind, setzen wir sofort die andere auch noch hier hin. Zack. So. Er fährt schon mal richtig, das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier hinten das machen wir zu. Fahrzeug kaufen. LKW mit Plane, alle Güter. Hier würde auch der gehen, ne? Der kostet 97. Der kostet sogar nur 85. Der hat 7. Achso, der hat 8. Okay. Wir würden diesen Stahl aber nehmen. Oh, ich hoffe, ich habe den Anhänger richtig gesetzt hier. Oh, das habe ich jetzt nicht erreicht. Ich hoffe, da waren alle Güter drin, den ich da in dem Anhänger habe, ne? Nicht, dass ich da jetzt gerade Mist gebaut habe. Das wäre ganz schlecht. Sonst ist der Zug gerade nicht zu sehen, ne? So, der fährt sowieso gleich da oben rein, ne? Ist er da oben schon? Ne, das ist der falsche. Das ist der richtige. Und oh, der hat die falschen Anhänger da dran, ne? Shit. Da haben wir was falsch gemacht. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Ich muss ja nicht hier das Eisenerz oder die Kohle transportieren. Ich muss ja fertigen Klamotten transportieren. Gewähltes Fahrzeug ändern. Oh Mann, ey. Das hier ist mein Zug, mein Anhänger. Genau. Kostet mich ein bisschen was, aber passt schon. Ich hoffe, der fährt jetzt auch auf der richtigen Strecke hier, ne? Okay, er fährt jetzt erstmal nach Pellington. Nee. Weiß ich jetzt nicht, wie der fährt. Hallendorf ist da dran. Okay, vielleicht passt es ja doch. Okay, egal. Wir müssen hier ein Fahrzeug kaufen. Und zwar dieses hier können wir kaufen. Das kriegt jetzt eine neue Linie. Und zwar von diesem Halt zu dem halt. Das lassen wir erstmal so. Das Auto sollte schon fahren, meines Erachtens. Und dann gehen wir da nochmal hin, neues Fahrzeug kaufen, nochmal den kaufen, neue Linie. Und zwar von da diesmal nach da. Gut. Das sollte laufen. So, jetzt müssen wir dann nur gucken, dass wir hier noch einen zweiten Bahnsteig dran kriegen und so einen gemischten Bahnhof hätten, ne? Wenn wir das nämlich haben, dann können wir nämlich auch noch die Personen da hinten abfrühstücken und können diese Linie hier vor Linie Nummer 13 dann wegnehmen, wo 8 von 8 drauf sitzen.
Gut, das müssen wir dann auch noch machen, aber ich denke, das können wir alles in der nächsten Folge machen. Das checken wir dann dadurch. Ja, jetzt ist die Frage, wo der Zug ist. Der ist gerade hier, hat natürlich nicht das Richtige geladen. 34 Passagiere. Wir können mal gerade Speed noch machen hier. Das geht ja gerade doch noch. Ich hoffe, der biegt gleich hier ab. Allerdings könnten wir da schon sagen, er soll da gar nicht hinfahren, weil wenn wir da richtig gucken, sehen wir, dass der keine Ladung hat. Dann kann er nämlich gleich nach da hinten fahren. Ja, komm, mach mal. Da brauchst du nicht hinfahren. Hallandorf. Kann ich dem jetzt nicht sagen, dass der... das ist jetzt richtig doof, ne? Sorry, aber... Okay, dann halt nicht. Wo ist denn der jetzt? Warte mal, dann lassen wir mal da einfahren. Fahr mal ein bisschen schneller gerade. Bis du hinter dieser Weiche bist. Oder ist es das hier? Nee. Nee, kannst du vergessen. Der muss jetzt tatsächlich erst da hinten hinfahren. Okay, dann soll das halt nicht so sein. Hier stehen 14 Leute, das ist schon mal gut. Geld, 1,4 Millionen ist auch nicht wohl schlecht. Hier stehen jetzt 63 Via Hallandorf per linken Abzweigung. Wollen auch welche hin? Nee, ne? Nee, das ist ja keine Person, das ist ja... Ja, Arbeiter könnten da hinfahren, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht vonnöten. Gut, das heißt, das haben wir erstmal. Können wir uns in der nächsten Folge weiter angucken, wie es denn da vorangeht. Ja, Geld ist jetzt 1 Million da auf dem Konto. Wir hatten 5 geholt. Jetzt können wir nochmal vielleicht 500.000 runterzahlen. Dann haben wir noch, nee, 6 haben wir geholt, ne? Müssen wir gucken, wie es sich ergibt. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.